Die korrekte Dimensionierung der Anschlussleitung hat maßgeblichen Einfluss auf einen sicheren und zuverlässigen Ladebetrieb. Folglich muss bei der Planung die Art und Anzahl der Fahrzeuge, die für diesen Standort zu erwarten sind, die Ladeleistung der anzuschließenden Fahrzeuge, die erwartete durchschnittliche Parkdauer und das Ladeverhalten der Fahrzeugbesitzer berücksichtigt werden. Zudem kann mit einem Lastmanagement der Bedarf der Anschlussleitung reduziert werden. Bei öffentlich zugänglichen Ladepunkten mit wechselnden Nutzern muss die Erfassung der geladenen Leistung gemäß dem geltenden Mess- und Eichgesetz und der Mess- und Eichverordnung erfolgen. Verschiedene Funktionen der Ladeinfrastruktur wie Authentifizierung, Übertragung des Status des Ladepunkts, Übertragung von Zählerstands- und Abrechnungsinformationen benötigen Zugriff auf ein Backend, also eine nachgeschaltete Netzwerkstruktur. Für die Backend-Verbindung sollte vorab geklärt werden, ob eine Netzwerkverbindung aufgebaut werden kann. Hierzu stehen Ethernet oder WLAN mit entsprechenden Adaptern zur Verfügung. Sollte bauseitig keine Netzwerkverbindung möglich sein, so stehen auch Gerätevarianten mit GSM-Modem zur Verfügung. Die Auswahl der Örtlichkeit hat so zu erfolgen, dass alle Handhabungen rund um das Laden immer sicher möglich sind. Das Fahrzeug muss ohne Verwendung von Verlängerungsleitungen oder Kabeltrommeln angeschlossen werden können. Die Ladestation muss folglich in der unmittelbaren Nähe der zu versorgenden Stellfläche montiert werden, ohne aber selbst eine Gefährdung für Personen oder Fahrzeuge darzustellen. Je nach Aufstellungsort und Art der Nutzung müssen die umweltbedingten Einflussfaktoren beachtet werden. Der Ladepunkt Berlin ist gegen Regen und Tropfwasser geschützt. Durch die interne Beleuchtung ist das Ablesen des Zählerstandes rund um die Uhr möglich. Die mechanische Festigkeit des Ladepunkts Berlin gewährleistet einen öffentlichen Einsatz. Der Ladepunkt wird in Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber direkt am Niederspannungsnetz angeschlossen oder wahlweise in die Unterverteilung eines existierenden Anschlusses. Die Anbindung erfolgt einphasig mit 230 Volt oder dreiphasig mit 400 Volt. Der Ladepunkt kann vom Netzbetreiber als Zähl- und Messplatz akzeptiert werden. Durch den integrierten Fehlerstromsensor kann in der Installation auf ein RCW vom Typ B verzichtet werden. Im Fall eines DC-Fehlerstromes größer 6 mA wird die Ladung vom Laderegler unterbrochen und das Lastschütz geöffnet. Statt eines RCW Typ B kann ein Typ A oder F eingesetzt werden. Der Ladepunkt Berlin hat bereits einen FI-LS vom Typ A verbaut. Ein Überspannungsgerät Typ 2 ist eine Mindestanforderung zum Schutz des Anschlusses der Energieversorgung. Bei dem Ladepunkt Berlin kann bei Bedarf ein Überspannungsableiter Typ 2 plus 3 Dencord dazu konfiguriert werden.